Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Big Farm Story. Ja, ich habe ein bisschen gesammelt. Sollte sich gar nicht so entgeistert anhören, wie es das, glaube ich, getan hat. Und ich glaube, ich brauche tatsächlich nur noch einen Klee. Und ich hoffe, dass wir auf dem Weg zu Shady noch den letzten Klee finden. Eigentlich habe ich genug. Aber irgendwie, also ich weiß man auch nicht, der hat nicht gezählt, was ich schon im Inventar hatte. Okay, macht mal gar nichts, wir laufen jetzt mal hin, obwohl eigentlich die Füße woanders hin zeigen. Ich gehe aber mal davon aus, dass Shady immer noch auf der Maulwurfsinsel da hinten sitzt. Tada! Und da ist der letzte Klee. Sehr schön. Was mir aufgefallen ist auf der Suche nach dem Wels, ist, dass hier offensichtlich auch noch was freizuschalten ist. Ein scharfes Werkzeug. Wow, da sind garstige Dornenbüsche. Ich bräuchte ein echt gutes Werkzeug, um die zu entfernen. Aber warum sollte ich? Schreite im Spiel weiter voran, um diese Feature-Sticker freizuschalten. Alles klar. Machen wir doch glatt. Und du, was hast du für mich? Leckerli. Alles klar. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach nochmal hier rüber. Warte mal, wir können ja hier ruhig mal ein bisschen noch... Ja, sammeln wir halt noch einen Klee. Sehr schön. Ja, genau, die sitzen hier immer noch. Und ja, dann geben wir Shady mal den Fisch, ne? Bist du ein... Nee, bist du ein... Nein, Karpfen? Wieso? Ich habe 3 Wälze. Definitiv. Ach nee, jetzt sag nicht, hat nicht geklappt. Ja, miau. 4 weitere. Können wir schon weitermachen? Nee, scheint immer noch schlecht gelaunt zu sein. Ach nee, ich raste aus. Ich hatte doch genug Wälze. Nein, das wollte ich nicht. Hierhin. Ich raste aus. Beliebt ist offensichtlich Fische. Ja, das ist mir schon klar. Kann ich jetzt keinen weiteren Wels hingeben? Aber ich hab doch... Ich hab doch Wels. Warte, jetzt immer noch nicht. Kann ich das jetzt nicht geben? Kann ich das nur einmal am Tag machen oder wie? Ach nee, das ist ja jetzt ungünstig. Okay, naja, dann würde ich sagen, muss ich wohl doch noch mal ein bisschen angeln. Schauen wir mal. Und gucken mal, ob hier vielleicht was dabei ist. Muss man doch gleich mal die Gelegenheit nutzen. Nee, leider nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, beschäftigen wir uns erstmal noch mit den anderen Quests, die uns ja noch zur Verfügung stehen. Ich habe ja so einiges abzugeben. Ja, dafür müssen wir jetzt erstmal den ganzen Weg zurücklaufen. Ach, hä? Ich habe doch aber 3 Wälze gehabt. Oder, ach, wer weiß. Ja, es ist halt manchmal nicht ganz so einfach. So, dann gehen wir gleich hier oben weiter. Dann können wir auch, Entschuldigung, bin heute irgendwie ein bisschen verschnupft. Dann können wir auch gleich mal hier runter, nee, zum Carpenterhof gehen. Und dann gehen wir über den Carpenterhof zur Stadt. Denn da können wir auf jeden Fall Sachen abgeben. Einmal in unserem Petit Four oder wie auch immer das war. Genau. Hallöchen. Na? Nun, Averia, was kann ich heute für dich tun? Ja, wenn mein Papa mich jetzt so sehen würde, diese Küche, ein Desaster. Hast du den Klee dabei? Ja, haben wir. Ich habe die Kleeblätter, die du für dein Ritual benötigst. Oh, merci, das ist wirklich, du bist wirklich ein Lebensretter. So, da haben wir Küchen aus. Anbau. Grundlagen des Kochens, Herstellung, Gourmet-Token. Wegen des Kochmagazins. Walter hat sich eins von dir geliehen. Ja, und ich habe alle Kisten durchsucht, aber nichts. Ich bin mir sicher, dass das Ritual helfen wird. Hui. Wieso hilft das bei der Suche nach einer Zeitschrift? Mein Restaurant, wie beschreibe ich das nur? Triste, traurig? Es wird mir das Magazin nicht geben.
Wenn gereinigt, weiß ich, dass es uns helfen wird. Ach, aber ich muss auch noch Essen vorbereiten. Wenn dir das zu lange dauert, kannst du mir gern beim Kochen helfen. Ja, gern. Ich liebe Kochen. Ich habe sogar meine liebsten Kochhandschuhe mitgebracht. Ja, das machen wir. Es ist nicht allzu kompliziert. Ich schreibe es dir gleich auf. Merci. Ja. Ich würde ganz gern. Warte mal, das ist nur dieses Freundschaftsding, ne? Wie kann ich denn. Ich denke, ich kann bei ihr was. Ah, hier kann ich kaufen. Läden sind eine gute Gelegenheit, um neue aufregende Dinge zu finden. Schreite im Spiel weiter voran, um diesen Feature-Sticker freizuschalten. Baue eine Küche an. Alles klar. Öffne das Ausbaumenü des Gebäudes und schalte zu der gewünschten Erweiterung durch. Für den Ausbau brauchst du Materialien. Okay. Baue eine Küche an. Kaufen. Aha, warte mal. Was bist du denn? Kleintier abbrechen. Großtier abbrechen. Ich würde ganz gern mein Haus ausbauen. Aber guck mal, hier kann ich die neuen Gemüsesachen. Hier, guck mal. Dritte Feldfläche kaufen. Sehr gut. Das können wir machen. Das sind die Ställe, ne? Stadtregister. Aber man. Jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Baue eine Küche an. Okay, naja, dann würde ich sagen, dann müssen wir wohl doch ins Ausbau-Dings von unserem Haus. Na, eigentlich wollte ich ganz gerne noch eine Quest abschließen. Aber wer weiß, vielleicht können wir ja auf dem Weg, um andere Quests abzuschließen, hier gleich noch die benötigten Materialien sammeln. Das wäre natürlich eine feine Sache. So, dann gehen wir mal. Aha, hier ins Ausbaumenü. Wohnzimmer. Baue eine Küche an. Mehr Räume. Nächster Schritt. Benötigt Holzscheit 24 von 10. Und dann können wir die Küche anbauen. Ja, wie schön. Installiere Herd. Okay. Müssen wir das jetzt auch noch? Höchstlevel erreicht. Nächste Stufe. Hauserweiterung. Was gibt es denn da Schönes? Diese verbarrikadierte Tür macht mich neugierig, was sich wohl dahinter versteckt. In jedem Fall wird es eine tolle Hauserweiterung, sobald ich mehr Platz brauche. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Und dann gucken wir mal. Aha, die Küche ist also rechts. Installiere einen Herd. Hier? Nee, hier kann man Dekos aufstellen. Wie geht das? Ich komme meinem Ziel näher. Ein Herd ist vonnöten. Okay, Petit Four und Gourmet-Token. Alles klar. Folgen. Ah, Ofen. Ach, du lieber Himmel. Grundlagen des Backens. Große Eisenteile, kleine Eisenteile. Oh Mann, wo kriege ich die denn jetzt her? Was bist du? Ach, den Herd soll ich ja machen, ne? Kieselsteine und Zweige. Na, das ist ja wohl hinzukriegen. Und dann können wir sicherlich unsere Sachen auch verarbeiten, ne? Für Energierezepte. Sowas können wir hier machen. Hier könnte bestimmt auch so ein schöner Tisch hin, ne? Ah, da bin ich aber gespannt, was denn hier drüben hinkommt. Na, sehr schön. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen Raum mehr. Ja, da würde ich sagen, sammle ich hier nebenbei die Äste immer mal gleich mit ein, ne? Und dann haben wir doch jetzt diese Fläche hier freigeschaltet, oder nicht? Ja, haben wir. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und da wollte ich doch gern die Kartoffeln ansehen, auf diesem hier. Und dann machen wir auf dem anderen die Möhren, die brauchen wir ja schließlich fürs Tierfutter, ne? Sehr gute Sache. Bringt mich ja wieder völlig ab von dem, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte nämlich noch zum Hafen gehen oder an den Strand, besser gesagt. Und ja, da habe ich ja noch ein... Achso, das muss ich noch gießen. Alles klar. Da kann ich nämlich auch die Quest abschließen. Das ist auch erledigt. Sehr gut. Aber jetzt kaufen wir erstmal ein paar Möhrchen. Nee, hierhin möchte ich gern Möhrchen.
Und zwar, ja, 10. Danke. So, und da können wir natürlich auch verkaufen, ne? Aber gut. So, nee, nicht nochmal. Wir machen jetzt Möhren. Die brauchen auch nur einmal, also einen Tag. Aber jetzt ist natürlich die Frage, habe ich noch genügend Wasser? Wir können ja mal auffüllen, ne? Können wir ja einfach mal machen. Nochmal neue Möhren ansehen. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich sag, damals musste man das alles einzeln klicken. Und das finde ich natürlich jetzt eine gute Sache. Ne? Es erleichtert einem das doch enorm. Gut, dann könnten wir hier die nächste Anbaufläche auch freischalten. Würde also auch funktionieren. Sehr gut. Und ja, was brauchte ich denn hier? Was brauchte ich da nochmal für? Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Naja, Äste und so weiter und so fort. Wir rennen jetzt aber trotzdem nochmal zum Hafen runter. Nicht zum Hafen, zum Strand. Und geben dort unsere Quest ab. Das habe ich nämlich auch schon fertig. Warte, 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 warte. Hier lang. Ist gar nicht so einfach. Also mit der Maus laufen ist, glaube ich, immer noch am besten. So, da müssen wir hier runter, genau. Zum rostigen Haken, genau. Okay. Boah, wie schön. Ob wir hier die Fische auch angeln? Nee, können wir nicht. Das muss ich erst freischalten. So, junger Mann. Auf wie geht's? Wir reden miteinander. Ah, da, du Stadtlandratte. Ahoi. Ich habe die Köder, um die du gebeten hast. Würmer? Hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, Landratte? Aber du sagtest, wenn ich dir Köder bringe, erzählst du mir, was Walter gekauft hat. Walter, hab gehört, dass er vermisst wird. Genau. Und wenn du mir hilfst, habe ich eine bessere Chance, ihn zu finden. Brauch keine glitschigen Würmer. Fang mir ein paar Fische. Fische? Aber mein Opa. Kannst du mir Vertrauen verdienen, indem du zeigst, ob du eine Ahnung vom Angeln hast? Wo kann ich Fische fangen? Nicht im Meer hier, nicht im Meer hier erstmal, das steht fest. Hängt von deinen Lizenzen ab. Der Fluss auf deiner Farm ist auf deinem Land, also kannst du dort angeln, wenn du es drauf hast. Genug gefragt. Geh jetzt und fang sie. Okay. Jetzt darf ich offiziell angeln. Alles klar. Ein Anbautoken könnte man natürlich auch nochmal machen, dass wir noch mehr verschiedene Sachen haben, ne? Aber so ein Bautoken oder maximale Energie plus 15. Ne, wir machen mal Anbautoken. Sehr gut. Die könnten wir ja eventuell auch mal einlösen, ne? Also ich sag's euch, das ist ja hier was. Da wirst du von einer Aufgabe zur nächsten geschickt. Da wirst du ja nie fertig. Okay. Okay. So, was wollte sie hier eigentlich von uns? Lass noch mal gucken. Ach so, den Herd soll ich hier machen. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir hier noch mal rein, was ich noch kaufen könnte. Also ein Bautoken habe ich und ein Anbautoken. Das ist natürlich die Frage, was man jetzt besser machen sollte, ne? Wir können noch mal, was bist du? Dünger abbrechen. Einen Apfelbaum abbrechen. Ich würde ganz gern den Kirschbaum mir zulegen. Das kaufen wir mal. Was kann ich eigentlich hier mitmachen? Erweitern alles, damit sich meine den Platz erweitern. Ob sich das jetzt schon lohnt? Also das würde ich tatsächlich noch mal ein bisschen außen vor lassen. Guck mal, ich könnte noch mal einen Anbau oder zwei Anbautoken verballern. Ich überlege, ob wir vielleicht den Apfelbaum gleich noch dazu nehmen. Oh, wir können auch noch andere Bäume hier, ne? Lass mal. Komm, wir nehmen den Apfelbaum noch dazu. Das machen wir mal. Und ich glaube, bei ihr hatten wir ja gerade gemacht. Oh Gott, das ist ja, muss ich erst mal dran gewöhnen. Komme ich noch nicht weiter. Okay, da muss ich also meinen Ofen erst ausbauen. Das heißt, wir flitzen jetzt noch mal schnell zurück an Daniela vorbei und holen uns wenigstens die Obstbäume noch. Ne? Mal gucken, ob wir die auch gießen müssen.
dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll im Laufe der Zeit, ich meine, aktuell verbrauche ich jetzt nicht so viel Energie, aber spätestens, wenn ich dann anfange zu sammeln, wieder brauche ich die. So, was warst du? Du bist ein Apfelbaum. Ach, dafür brauche ich Dünger. Okay. Warte mal. Die Mühle, die konnte keinen Dünger herstellen, ne? Stückchen, nee. Hatte ich hier nicht irgendwie die Möglichkeit, Dünger zu machen? Kann ich den nur kaufen? Wie konnte ich den nicht herstellen, ne? Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Oder bekomme ich den hier vielleicht bei der Kuh im Stall? Stallgröße. Großtierstallausbau. Was bist du? Einfach nur ein zweites Tier. Alles klar. Kühe halten. Aktuelle Stufe. Schafe könnten wir auch noch machen. Alpakas auch. Du dickes Ei. Na, da hätten wir ja noch einiges zu tun. Sammeln. Ja, komm, du kriegst hier mal ein bisschen was, ne? Kann man dich auch streicheln? Nee, irgendwie nicht so wirklich, ne? Höchstlevel erreicht, alles klar. Es ist ja gut, es ist ja gut, es ist ja gut. Gut, was brauchte ich jetzt hier nochmal? Dünger, ja. Aber ich war mir irgendwie sicher, dass ich den herstellen kann. Selber. Okay, dann können wir das offensichtlich nicht machen. Aber das macht ja gar nichts. Ich überlege gerade echt, bin echt der festen Überzeugung. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist schlecht. Nee, warte mal, hier war das wirklich nicht, ne? Windmühle. Dünger, doch, kann man. Aber diesen Feature im Stickerladen. Ach so, das war. Ich dachte, ich kann da Dünger kaufen. Sondern ich kann den. Ach, Mann, Leute. Leute. Naja, macht ja nichts, ne? Also Bewegung hält ja fit und jung. Ach, oder so ähnlich. Dann kaufen wir uns das mal. Das geht ja flott. So, dann gehen wir hier rein. Und dann kaufen wir uns diesen Dünger-Sticker. So. Dann haben wir jetzt nämlich auch keine mehr, ne? Nur noch so ein Bautoken. Da müssen wir gucken, ob wir da jetzt erstmal die Ställe oder erstmal die Felder denn machen, ne? Oh Mann. So, dann müssen wir, bevor wir die Bäume pflanzen können, erstmal Dünger herstellen. Da muss ich meinen Ofen bauen. Da muss ich noch Fische angeln. Also Leute, man hat doch echt richtig was zu tun. Oh Mann. Okay. Aber das schaffen wir hoffentlich noch, bevor ich hier zu müde bin zum Schlafen. So. Rezept für Stückchen Dünger. So, dafür brauche ich 2 Tage. 14 von 20. Und warte mal, da kriege ich ein Dünger. Für 2 Tage mit Gras. Und wenn ich Eier opfere, dann dauert es nur einen Tag, ne? So, warte mal. Ich möchte aber ganz gern 2 herstellen. Dann dauert das Ganze 2 Tage. Gut, dann ist das eben so. Das heißt, wir warten dann ab bis zur nächsten Folge, bis der Dünger fertig ist. Und dann können wir unsere Obstbäume platzieren. Ich schaue aber in der Zwischenzeit mal, ob ich alles für den Ofen zusammengebastelt kriege. Also zusammengesammelt kriege, sagen wir es mal so, ne? Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, für diese Folge sage ich Tschüss, ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.